meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Pascalations-Kanal. Ihr wisst Bescheid, wir reagieren zu Malo, vergiss nicht, produziert bei NevaxND. Spreche ich komplett falsch aus, ich weiß. Ja, ich würde sagen, wir gehören einfach mal rein und bin schon sehr gespannt. Es ist viel zu oft, dass wir alle gleich sind. Jeder von uns, jeder hat seine Geschichte, seine Träume, seine Ziele. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Sehr nice, dass er das hier auch vorher nochmal erwähnt. Er hat jetzt noch nicht den Überhype, aber alle, die ihn kennen und denken jetzt vielleicht, boah, voll der krasse Superstar, weißt du, und er gibt einem direkt das Gefühl so, dass er nicht abgehoben ist, so, weißt du, und das finde ich nice. Alle im gleichen Boot. Digga, vergiss nicht, du und ich, wir sind gleich, wenn es regnet, uns treffen beide die Tropfen. Ja, der geil, da sage ich es am Anfang schon und der Song geht auch noch genau in diese Sparte, sehr, sehr nice. Und wenn die Kopfs kommen, rennen wir unser Leben, weil sie könnten uns sonst nicht. Nein, mein Feind, ich will raus aus dem Loch. Es liegt an dir, ob du mitziehst. Zieh die ganze Ablandkrug, geh ich auf den. Ja, ist nice, so, du hast dein Leben selbst im Griff, es liegt an dir, ansonsten niemanden so. Aber am Ende, egal, wir werden alle von Regen nass, so nach dem Motto, so, Mensch ist Mensch, so, Digga, scheiß mal auf diese, abgehobene Scheiße, von dem Message, sehr, sehr krass. Wirklich, lass mich Gott niemals aufgeben. Falsch abgebogen, das Licht wird immer kleiner, es ist dunkel am Ende des Tunnels zwischen Drucken und Geld liegt selten Vernunft in so manchen Momenten. Ja, was ich bei ihm auch sehr, sehr nice finde, ist halt erstens, dass die Beats gefallen mir sehr oft sehr gut. Ich muss sagen, dieser Beat ist gar nicht so extrem Kopfnicker, wie ich das von ihm kenne. Bei den meisten Songs ist es so, da ist schon sehr schwierig, da nicht mitzumachen, so, wisst ihr, was ich meine? Und er rappt halt immer, ne? Er rappt, Alter. Und das finde ich einfach nice. So egal, ob man jetzt mal ein paar schwächer findet als den anderen, aber... Du denkst dir nicht, wenn Malo einen Song released, oh nee, Alter. Er macht jetzt schon wieder so einen Streaming-Song, weißt du? Das finde ich halt ganz nice. Und er versucht auch immer mal was Neues zu machen. Ohne Zwischendrucken und Geld liegt selten Vernunft. In so manchen Momenten geht mir vieles durch den Kopf. Digga, sag mir, weißt du sicher, was es heißt, auf der Straße Geld zu machen? Kennst du wirklich ihren Preis? Ja, vielleicht. Sehr nice, weil viele rappen davon, erzählen davon, so, aber weißt du wirklich, was das heißt, so? Viele prallen damit ja auch rum, als wäre das das Coolste der Welt und das Einfachste der Welt. Wenn man jetzt Rap-Fan ist, könnte man das auch echt denken, weil jeder hat Tonnen von was weiß ich was gedealt, so, weißt du, alle sind die krassesten, alle sind nach ihrem dritten Hit die krassesten Millionäre, so, weißt du, finde ich coole Zeile. Das heißt, auf der Straße Geld zu machen, kennst du wirklich ihren Preis? Ja, vielleicht machst du in Paris denn am Tag doch irgendwann bist du pro Kilo ein Jahr, die Welt um dich zerbricht. Oh, wir machen nochmal zurück hier. Doch irgendwann bist du pro Kilo ein Jahr, die Welt um dich. Digga, pro Kilo ein Jahr? Ist das so? Ich habe gar keine Ahnung von sowas. Digga, dann hast du auf jeden Fall... egal wie geil dein Leben die Zeit war, auch sehr, sehr viel Zeit verschwendet, Alter, sag ich so, wie es ist. Und entweder man schafft es, man findet den krassen Punkt, um aufzuhören, ne? Oder irgendwann fliegt man eher auf, ne? Also zumindest denke ich das. Vielleicht geht's 10 Jahre gut, vielleicht 5, vielleicht noch länger, also ich habe keine Ahnung, aber ja, reale Zahlen hier von Malo. Gibt hier dann auch seinen Supportern hier noch einiges mit, die vielleicht auch in diese Sparte sind und auch das gerade durchziehen. Und die denken jetzt, ah, vielleicht, er hat schon irgendwie recht, so, weißt du? Doch irgendwann ist so pro Kilo ein Jahr, die Welt um dich zerbricht. Aus Liebe wird hastiger, glaub mir, komm, einer bleibt da, alte Freunde werden Feinde. Junge, fick auf den Stadt und die sagten, ich würde es nicht schaffen. Ha, viele lügen, andere verraten. Ja, Digga, wenn es dann... Wenn erstmal die Scheiße auf dich einprasselt, so, dann ist leider von den, ja, ich übertreibe jetzt mal, 15 Leuten, so, ja, 2 sind vielleicht da dann, ne? Die anderen sind doch sofort weg, Alter. Ist halt wirklich so, am besten noch ein Messer in den Rücken rein, so, weißt du? Denn ich drohe den Zeugen, dass man mich nicht verhaftet. Ja, jeder macht Fehler, sie verfolgen noch mich. Wer bin ich, der dir sagt, was falsch oder richtig ist? Nice Zeile, auch dieses, wer bin ich, dass ich dir sage, was falsch oder richtig ist. Er erzählt nur,
die Story aus seiner Sicht, was ihm widerfahren ist und was er vielleicht jetzt anders machen würde. Und ja, so eine geile Sicht. Du hörst dir das an und denkst dir, du hast auf jeden Fall jemand, der dir sagt, das Problem ist, wenn es jemand anders sagt, dann denkst du, ach du Spaß, hast eh keine Ahnung, das ist dann ein Rapper, den du dann feierst, so vielleicht bedeutet dir das was so für dich, was er dir sagt, so weißt du, ist, die Message dahinter feiere ich echt übertrieben, weil heutzutage ist Drogen nehmen und alles und Dealer sein und alles das Coolste der Welt und die Leute können es halt einfach nicht mehr unterscheiden, ne? Aber ich bin da halt der Meinung, am Ende steht jeder für sich selber ein, so, weißt du, nicht der ist schuld, so, man muss sich immer auf die eigene Nase fassen, aber ich finde das cool, wenn du einfach in diese Richtung gehen und den Zuhörern was mit auf den Weg zu geben. Props gehen auf jeden Fall raus. Vergiss nicht und wir sind gleich, wenn es regnet, uns treffen beide die Tropfen, und wenn die Cops kommen, rennen wir um unser Leben, weil sie könnten uns hops nicht. Nein, mein Feind, ich will raus aus dem Loch. Es liegt an dir, ob du mitziehst. Dieses leicht melodische bei ihm klingt auch immer ganz dope. So, ich war, bin ja eigentlich eher so dieser komplett Melodien, so, wer braucht das so mäßig, weißt du? Aber bei ihm klingt es ganz nice und passt auch zum Song und zum Beat irgendwie. Auch hier keinen krassen Kopfnicker zu gehen, weil das ja halt in die tiefe Richtung geht. Mal was anderes, finde ich nice. Digga, aber ich sag euch ganz ehrlich, ne? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wenn ihr Jam kennt. Ich habe jetzt auch schon länger von ihm nichts mehr gehört, aber Jam auf Malu Beat, Digga, mit ihm zusammen würde ich auch extrem feiern. Die ganze Jahr blank, ich hoffe wirklich, dass mich Gott niemals aufgibt. Wir beide suchen nach dem Gleichen, einen Weg nach draußen, einen Weg aus der Scheiße, die mein. Wir beide suchen das Gleiche, einen Weg nach draußen und einen Weg aus der Scheiße. Digga, sehr nice. Möchten, dass man sie beneidet, suchen nach den Kampf anstatt gemeinsam was zu reißen. Ich werde abgestempelt, obwohl du mich nicht mal kennst. Jeder hat. Ich wurde abgestempelt, obwohl du mich nicht mehr kennst. Ja, es ist halt echt so, ne? Die Oberflächlichkeit in der heutigen Zeit kennt halt null Grenzen, ne? Am Stecken, wer von euch ist schon perfekt? Was passiert ist, kann ich nicht ändern. Doch guck nach oben, bitte, lieber Herr, ja, vergib mir. Ich war doch noch ein Kind. Was wusste ich vom. Ja, vor allem, man wird direkt abgestempelt und dann kommst du auch gar nicht da raus, ne? Ist schon heftig, ne? Vor allem, nur weil du mal einen Fehler gemacht hast, ist manchmal dein Leben einfach komplett zerstört, ne? Lieber Herr, ja, vergib mir, ich war doch noch ein Kind. Was wusste ich vom Leben? Ich war Tag und Nacht unterwegs in einer unsicheren Gegend. Jungs ohne Familie, nur sie konnte mich verstehen, wo ich bin, brachte mich meine Fehler und Erfolge. Ja, ich zähle nur die Taten, ich vertrau keinem Wort mehr. Zähle nur Taten, ich vertrau keinem Wort mehr und am Ende hat mich all die Scheiße zu dem gemacht, was jetzt ist, Alter. Ja, coole Abschlusszeile, also ich denke mal, dass die Abschlusszeile ist. Falsche Freunde, Jahre vergeudet. Wer von euch weiß schon, was Loyalität bedeutet? Ah, wer von euch weiß schon, was Loyalität bedeutet? Meine Feinde waren gestern ein guter Tag, weil Malo noch immer in U-Haft. Kopfnicker, bald erhältlich. Ist eine CD drauf abgebildet, ne? Kommt ein Release oder soll das ein neuer Song sein? Ballert natürlich gerne in die Kommentare, wer Bescheid weiß und ja. Schreibt mir eure Meinung natürlich gerne zu Malu und meine Reaktion in die Kommentare. Wenn ihr Rap so feiert wie ich, abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich bin raus, meine Freunde.